Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Rogue Trader. Wir haben das endlich unserem Erben, wir sind der Erbe, aber unserem Vererbenden kennengelernt. Und als erstes haben wir gleich schon wieder einen Aufstand. Also das ist ja hier nicht unbedingt wirklich ein guter Einstand für sie, weil lauter schlimme Sachen passieren. Ja, dann gucken wir mal, wir können uns einmal bewegen. Wir sind dran im Kampf. Achso, den Kampf beginnt. Tötet sie, macht Theodora, geht in Deckung. Adelard hat ihn zerschnipst. Da kann der Angriffe. Boah, Flammenwerfer. Melter. So, den hat er zerhackt. Kriegst Halsabschneider. Belohnung verfehlt. Deckung. Nutze Deckung, um gegnerische Angriffe auszuweichen. Deckung, hinter den Charakter verstecken kannst, mit einem Schild oder einem Schild mit Totenkopf gekennzeichnet. Okay, lass mal gucken. Wir haben ja. Hier haben wir nicht viel Deckung. Wir könnten uns hier hinstellen. Hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wären außerhalb meiner guten Reichweite. Wir könnten aber ihm zum Beispiel befehlen. Gehen wir mal hier hin. So, dann will ich erstmal Diener. It's as good as done. Wir pushen ihn. I refuse. Nicht verfügbar. My gut tells me it's a bad idea. 10 Zeilen, okay. Und dann können wir schießen. 90? 90? 93%. Na gut, pusten weg. Make it happen. Bam! Unser Revolver hat ihn zerhackt? Wie geil. Kritischer Treffer. Dein Charakter hat gerade einen kritischen Treffer gelandet. Der Höhe des 16 Schadens des kritischen Schadens durch Charakter verursacht. Kritischer Schaden stand mit 150% seiner normalen Schaden. Kann man dann pushen. Okay. Wir haben keine AP mehr. Und hier können wir auch nichts mehr machen. Geben ab. Na, wir sind ausgewichen, sehr schön. Draufbolz, Nahkämpfer. Pariert. Geil. Ja, ihre Plasmapistole. Haha, 3 Stück weggearscht. Oh. Der hat einen Flächenangriff scheinbar. Und Mord? Deine Charakter hat einen positiven Effekt von der Verbündetenheit. Solche Effekte verbessern die Fähigkeiten des Charakters auf Kopf auf irgendeine Weise. Aha. Wo steht's mit den Effekten? Tötet sie. Ach, deswegen. Plus 50 ballistische Fähigkeit bis zum Ende des Kampfes. Ja, das ist natürlich geil. Da kann ich ja richtig gut schießen. Dann machen wir hier einen Sturmlauf. Komm. Und schieß mal. Bravo. Sieg! Ja, ein bisschen spät, ihr Wächter. Terrorisieren wir mit einer befehlenden Geste. Mord! Nehmt euch das Team und macht einen Weg zur Transportlinie frei. Lasst keinen einzigen Hurensohn am Leben. Ja. Die Freihändlerin wendet ihren Blick zu dir. Nicht mit der Wimper gezuckt, als der Abschaum auf Deck gestürmt ist. Hm? Nicht schlecht. Ich habe schon viele Offiziere gesehen, die angesichts eines Kampfes auf den oberen Decks in Panik geraten sind. Die falsche Sicherheitsgefühl macht viel empfindlicher als wieder harte Rität der Warp-Transistoren. Sie blickt auf das Vox in ihrer Hand. Zu hören ist nichts als liebloses Rauschen. Okay. Okay, ich bin so ein bisschen. Wie lauten eure Befehle? Der Vorfall mit den Servitoren auf dem Offizier könnte mit den jetzigen Geschehnissen in Verbindung stehen, aber sowas von. Möglich, ziemlich wahrscheinlich sogar. Theodora verzieht das Gesicht, betätigt einmal den Schalter in ihrem Box. Wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt bei untersuchen. Jetzt müssen wir die betroffenen Teile isolieren und versuchen, die Lage einzuschätzen. Na denn? Was soll man machen? Sie unterbricht den Augenkontakt mit dir. Mord ist vorausgegangen und macht uns den Weg frei. Falls ihr euch nützlich machen wollt, folgt ihm und steht sie nach, ob der Erzmilitant Unterstützung benötigt. Beeilt euch! Okay. Okay, haben wir laut?
Keep your wits about you. Kann man hier was plündern? Nee. Jetzt gucken wir uns das Ding an. Die massiv goldene Struktur bewegt sich die ganze Zeit. Die Umlaufbahn und die Objekte, die auf dem Himmelskörper stehen, reflektieren das Licht. War hier noch irgendwas Schönes zu gucken? Nee. Rise to the top before get left in the dust. Soll ich hier rein? Nee. Is there money to be made? Jetzt bräuchte ich mal vergrößern. Profil, Feind, Ausgang, wichtiger Charakter. Ah, da drüben wird gekämpft, okay. Okay. Kampf ist ausgebrochen. Da sitzen die Ketzer. Alles drunter und drüber. Ist die andere Brücke? Die andere Brücke ist auch hochgezogen. Ist so ein schiffsweiter Aufstand. Interessant. I always keep my options open. Gehen wir mal hier oben lang. Das ist Mord. Wieder einen weggepustet. Konrad wuckt wieder. Konrad wuckt wieder, seufzt erleichtert, als er dich erblickt. Die Vorsehung sei Dank, ihr seid unversehrt. Immer pünktlich, was, Konrad? Sobald wir mit den Gesocks fertig sind, scheint ihr an Deck. Immer dann, wenn der Kampf vorbei ist, man kann das Chrono danach stellen. Ach, Mord, ja. Konrad wendet seinen Blick ziemlich deutlich vom Erzmilitant ab und dir zu. Mord, reicht euch zusammen. Der Erzmilitant erwidert deinen Blick. Hat der Lord Captain euch geschickt, um uns zu hetzen? Wir sind hier fertig. Ich mache sofort Meldung. Mord zieht seinen Fox aus dem Gürtel und startet Bericht über die Lage. Meister des Geflüsters, was geht auf mein Schiff vor? Das Voxnetz ist verstummt, die Voxmeisterin antwortet nicht, bewaffnete Angreifer haben das Offizierseck gestürmt. Und mein Erzmilitant hat soeben auf dem Weg hierher ein weiterer Ketzer vernichtet. Ist das ein schwerer Fall vom Warp-Wahnsinn? Hat ein Teil meiner Crew den Verstand verloren und vergessen, wer sie sind und wen sie dienen? Erstattet Bericht! Oh, das wird aber. Habe noch keine Meldung bezüglich der Ausfälle des Gellerfeldes aus dem Maschinarium erhalten. Aber die Kommunikation war schon vor einer halben Stunde instabil und jetzt ist es komplett zusammengebrochen. Was immer die Ursache sein mag, die Konsequenzen breiten sich rasch aus. Ich empfange vereinzelte Berichte von den mittleren Decks und den einzigen Vox-Übertragungen aus den unteren Buchten. Denn ketzerischer Unsinn. Vogtvir hält kurz inne. Dass die Wahnsinnigen bereits das Offizier erreicht haben, lässt vermuten, dass der Aufstand geplant war. Es handelt sich möglicherweise um eine organisierte Meuterei. Genau, eine Morderei gegen die Gesalbte des Imperators. Richtig vielleicht dahin. Jeden einzelnen von ihnen, das ist mir zu religiös. Na, machen wir mal. Ja doch, ja klar. Das ist ja ein Angriff auf die Ordnung. Nee. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass die Brücke und Navigator Sanktum sicher sind. Ich habe ein Mittel, beides auf einmal zu bewerkstelligen. Ihr Gesichtsausdruck verwechselt und ihr Aufflackern bedrohlich. Tora sieht Vogtvir an. Eltrad, wo ist er? Ich muss wissen, ob er unversehrt ist. Ein Psioniker an Bord eines Schiffs, das potenziell vom Warp angegriffen wird, könnte für sie selbst und andere eine große Bedrohung darstellen. Eine ganze Armee Versandiger mit improvisierten Waffen. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber letzte Informationen über seine Position war seine Ankunft auf Transitionsdeck 18. Verdammt, Meister des Geflüsters, findet Eltrad unverzüglich. Truxas, macht Tlass und die Schwester der Schlacht ausfindig. Ich will beide an meiner Seite haben. Erzmilitant, folgt mir. Ich muss mein Arbeitszimmer und wir könnten unterwegs auf Ketzer treffen. Grandioser 16. Sie blickt dich nachdenklich an. Darf ich Lord Kapitän? Vogt der Stimme ist sanft und vorsichtig. Er pokert. Transitionsdeck 18 steht im Mittelpunkt der Störung. Wenn unser Ziel lautet, Irrlord zurückzuholen, könnte ich die Unterstützung brauchen. Schließlich bin ich weniger Schulterin, Feindeshaus direkt zu konfrontieren als die ehrwürdigen Erzmilitanten. Und wenn man erst was polnische Kräfte bedenkt. Okay. Wir sollen den anderen Erben finden? Dann ist das geklärt. Grandius der 16. findet Azathoth und bringt ihn her, egal in welchem Zustand. Dieser Aufzug, sie deutet auf die gigantischen Türen, führt zu gesicherten Bereichen wie zum Beispiel meinen persönlichen Gemächern und die Brücke. Enttäuscht mich nicht, ich brauche euch beide, verstanden?
das wäre zu eindeutig. Ich höre und ich gehorche, Lord Captain. Tyrion winkt ungeduldig noch mit der Hand. Dann los, kommt, Mord! Mann, jetzt nimmt dann so ein bisschen Fahrt auf. Wir laufen los. So. Vogtyr nickt dazu. Ihr seid ihr bereit, zu 18 aufzubrechen? Es ist ein langer Marsch. Ihr habt nicht einmal ordentliche Ausrüstung. Ich habe einen Vorschlag. Nachdem ich hier die wichtigere Person bin, solltet ihr vorgehen und als Schild gegen potenzielle Bedrohung fungieren. Ja, das passt. Er lächelt schwach. Natürlich. Lady Theodora wäre todunglücklich, wenn sie einen ihrer wertvollen Erben verlöre. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Mit einem Knall und ein scharf Knistern trifft sich etwas in den Bauch. Ein ungünstiger Schmerz rast durch deine Eingeweide. Was? Er hat uns gemessert? Ich habe euch besonders das Schicksal versprochen, grandioser 16. Nun ist es Zeit, dieses Versprechen zu erfüllen. Verrat! Verrat! Mann! Unglaublich. Da liegen wir, gefesselt. Und au! Au! Das tut weh! Pöbel! Careful, careful! Be gentle with our guest. He has an important mission to complete during our visit to the Warren Chamber. And for that, I need him breathing. Okay. Oh, you are back with us, I see. Delightful. Okay, die wollen den Handelsbrief klauen von einer, dass er ausweist als Freihändler. Oh, oh, oh! Wogt wir, ihr verräterischer Abschaum. Ihr steckt hinter diesem Chaos. How perceptive of you. I'll help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily. Or I will squeeze it out of you myself. Okay. We are in the anteroom of the Warren Chamber. This void ship's most hallowed vault. There. Beyond those gates lies the relic that gives Theodora all of her power. The sacred Warren of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel. An ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but never mind. You will offer your blood. Okay. Also, haben wir schon das durchgelesen. Also, ist klar, das ist genetisch geschützt und so, klar. Wir treten ihn einfach mal. Also, nicht, dass er uns verrät, im Paradox verrät, sondern auch nur uns Adligen anfasst, finde ich nicht gut. Was ist das Problem, Gezücht? Ist euer Blut zu dünn für den Wächter? Ha! On the contrary, the Warp's blessing has raised me too much above your kind. Fond. Mm-hmm. The Sentinel refused to submit to me, but you can help. After all, isn't that what family is for? Er ist mutiert? Na dann, welche jämmerliche Entschuldigungen habt ihr für eure Apostasie, ihr elendes, verkommenes Stück Krogs-Scheiße? Wretched. What do you know about wretchedness? Theodora's cur. Are you hoping to buy a grain of her indulgence with your blind loyalty? Oh, I know this delusion. But thank the gods it no longer has power over me. Humanity can rot. I no longer serve mortal kind. Okay, hat also sich vom Imperium ablos gesagt. Once my work is done, I'll make that pompous wretch von Valencia's watch as I sacrifice her entire dynasty and commit their fate to the gods. And you will be the instrument by which I will accomplish this righteous act. Okay, alles klar. Wir uns opfern. Okay. Fertigkeitsprobe mit Dialogen. Eine der verfügbaren Optionen erfordert eine Fertigkeitsprobe. Aha.
Das bei den passiven Proben, die automatisch gemacht werden, kannst du bei diesem Fall entscheiden, ob du eine Option willst oder nicht, die Folge von Ergebnis der Probe abhängt. Erfolg der Mischung hat Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Dialogs. Je nach Kontext kannst du den Verlauf des Gesprächs ändern, die Haltungsfrage anpassen oder eine Aktion ausführen. An der Folgen sie erst später offenbaren, wenn du mit den Auswirkungen bedürfnis bist. Chancen. Aha. Okay. Die Stimme in deinem Kopf. Was? Die Klinge blitzt im Dämmerlicht kurz auf und deine Handfläche erscheinen Blutstropfen. Für einen kurzen Moment wird dir übel, alles dreht sich und dann erfüllt ein leises Flüstern deinen Geist. Immer mehr Stimmen ohne bestimmbare Herkunft bilden Echos und überdecken deine eigenen Gedanken. Setzen sie durch einen einzelnen Drang. Geh zum Tor. Geh zum Tor. Geh zum Tor. Genau. Die Stimme in deinem Kopf bekämpft, aber ich sehe hier nicht die Probe. Sollte doch eine Probe angezeigt werden. Verschwindet, ich bin nicht eure Marionette. Die Stimme im Kopf kichern und spotten über deinen verzweifelten Auftritt. Du spürst, wie ihr Einfluss dich auf ihre Füße zwingt und du machst einen Schritt auf Tor zu. Tore zieht sich in die Mitte der Kammer ein. Wir haben es nicht geschafft. Nein! Ich bin unwürdig! In Toren siehst du den Korrigator, dessen vorderes Bedienfeld das Abbild eines Menschen eingebaut ist. Als du dich näherst, zuckst der Tor so leicht. Hier ist er. Zuckst er so leicht. Das ist ein Servitor, ein gehorsamer Automat, der aus einem lobotisierten Menschen geschaffen wurde. Oh, das ist eine wunderbare Erklärung. Der Wächter dreht dir seinen Kopf zu und seine Augenhöhlen leuchten zwei bernsteinfarbene Irisse auf. Ach, hier. Das ist... Ah. 90%. Okay, das Gerät untersuchen. Tech-Probe Einsatz. Du untersuchst den Korrigator sorgfältig. Was sofort deine Aufmerksamkeit erregt, ist eine Satz mit Legierung, die als Material für die Komponenten der Maschine diente, von denen du dir zu dem eine unbekannt sind. Du vermutest, dass das mit technologischen Recht zu tun hat, dass das Archotech bezeichnet wird. Ja, toll. Hilft mir jetzt aber nicht in der Situation. Der Servitor auf dem Turbo beginnt sich zu bewegen. Das Metall kreischt und ächzt, als er sich zu dir vorbeugt. Sein Unterkiefer öffnet sich mit einem langen Schrei. Viel weiter, als es der Kiefer eines lebenden Menschen könnte. Der Mund des Servitors ist mit spitzen Metallzähnen gefüllt, die im Fahnenlicht aufblitzen. Der Wildbildschirm zu deiner Rechten schaltet sich ein und zeigt geheimnisvolle Symbole auf einem grünlichen Hintergrund an. Okay. Ein Flüstern durchzieht dein Bewusstsein, insistiert, verlangt Opfer. Die Stimmen, die nach der Verwundung durchwuckt, wie er mit seiner Klinge deinen Kopf erfüllen, sind nicht weggegangen. Im Gegenteil, die Quelle hat irgendwo im Tiefen deines Geistes einen festen Knoten gebildet. Ich würde meine Hand nicht reinigen. Ich würde mich so lange wie möglich wehren. Den Wächter untersuchen. Der Servitor sieht deutlich anders aus als die normalen, die du kennst. Dein Hautüberzug ist mit Kupferdraht vernäht und statt gewöhnlicher Gelenke verfügt er über Metallscharniere. Anscheinend wollten seine Schöpfer unbedingt dafür sorgen, dass die Attribute eine viel länger Werte als der normale Automaten. Such mal eine Waffe. Siehst dich um in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, dass du als Waffe einsetzen könntest. Deine Suche ist doch vergebens. Der Vorraum der Kammer ist komplett leer und perfekt einsatzbereit. Praktisch keine kaputte Tiefung oder ausstehendes Stück Betonstahl in Sicht. Gut, dann können wir bloß die Hand reinlegen. Mal zurückblicken. Aua. Der Kiefer des Wächters schnappen über deiner Hand zu, bohren sich durch deine Haut und versinken in deinem Fleisch. Einige dunkle Tropfen fallen in die Kehle des Servitors und du hast sofort dein Summen. Die Servomotoren starten und das Pumpen aktiviert werden. Der Wirbelschirm des Korrigators flackert. Mehrere lange Minuten noch vergehen, der Kiefer des Wächters bleiben geschlossen. Und dir wird langsam übel. Vielleicht solltest du dich an das Tor lehnen, damit könntest du den Atem kommen, deine Augen schließen und so tun, als wäre das alles nie... High levels of caustic humus. The subject is in a state of heightened stress. Do you require assistance? Ach, das ist der Servitor. Du weißt nicht, wo diese ruhige Stimme kommt. Da knistert für ein wie ein Rauschen. Ist das der Wächter, der Korrigator? Es ist so in deiner Einbildung, wie auch immer. Jedenfalls verstehst du deutlich, wie es wird, ja. Ja, ich brauche Unterstützung. Schmerzt sich durch deinen Kopf und lässt sich immer wieder nach. Anscheinend hat zusammengerollte Wesenheit in deinem Bewusstsein nicht die Kraft, dir ernsthaft zu schaden. Oh, gut. Request accepted. Initiating defense protocol. Danke, Servitor. Ah.
Refraktorfeld? Tutschild? Kammer ist offen? Da, wir haben ihn seinen Plan vereitelt. Wir gehen mal rein. Riesentoren passt zur Bedeutung dessen, was sie schützen. Sie bestehen aus schweren Metallen, scheinen unüberwindbar zu sein. Okay. Da ist der Schrein mit dem Handelsbrief. Always keep your eye on the price. Hier ist wieder ein Servitor? So einer? Soll bekannt sein, dass durch meinen Wille und durch meine wahren Worte diese Urkunde dieser Person zum Träger der Handelsvollmacht ernannt wird. Das leuchtende Vorbild der Menschheit zu sein, ungebrochen von Prüfungen, Mut des ersten Druckes erschreiten, zur Verein zurückkommen. Ist es schnell. Kühnes Hicksal, durch Schmerz und wahrer Größe. Zu wahrer Größe. Gott, ihr könntet es lesen. Müsst ihr stoppen. Servitor kommt. Escort the child of the house to safety. Langsam werden die Geräusche Servoschilde zu verständlichen Worten. Ja. Erstmal Selbsterhaltung. Ich brauche eine Waffe. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Okay, der Servoschäbel arbeitet. So, komm. Da ist er. Der Servoschäbel verstummt und seine Relais klicken. Jede Sekunde um Sekunde vergeht und wird klar, dass der Servoschäbel nicht antworten wird. Ja, ich bin ein paar. Ich kenne mich mit Servoschäbeln aus. Ich muss Kontakt mit jemandem aufnehmen. Voxcast Frequencies disrupted. Initiating Setup. Establishing Connection. Statt des mechanischen Kreises gibt es Vox des Servostiles nun die Stimme von Theodora von Valancius wieder. Verzerrt und voller Rauschen, aber dennoch zweifelhaft erkennbar. Voxmeisterin, stell die Kommission mit dem Navigator-Sanktum wieder her. Ich versuche die Brücke zu kontaktieren, falls mich jemand auf dieser Frequenz hören kann. Alle verfügbaren Kräfte sammeln sich sofort auf den oberen Decks. Ich wiederhole, alle verfügbaren Kräfte sammeln sich auf den oberen. Communication Protocols breached. Signal Latency Assessment unavailable. Unable to establish two-way connection. Okay, dann können wir nur noch. Was für ein Wahnsinn geht hier vor? Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Seid ihr der Handelsbriefwächter? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mobile unit of the Warren Sentinel designed as a personal escort of the child of the house and a means of communicating with the rogue trader's subjects. Okay. Mobile unit standing by. Okay. Dann führt mich weg hier. Middle and upper decks. Assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units. Calculating. To prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber, preemptive sealing must be initiated. The mobile unit will start executing the received order immediately after the safety of the warrant is secured. Gut. Tagebuch. Wenn sie die Geschichte des Spiels entfaltet, siehst du am oberen Bildschirmrand Benachrichtigungen, die anzeigen, dass der Status deines aktuellen Ziels aktualisiert wurde und dass neue Informationen zum Tagebuch hinzugefügt werden. Du kannst das Tagebuch öffnen, indem du J drückst. Ja. Übrige Ereignisse behalten. Okay. Da sind wir. Das ist halt... Das ist das Dokument. Der leuchtende Vorbild der Menschheit zu sein. Ungebrochene Prüfung, Mut, erst an Dunkel stoßen, zu Vereinen zurück, begonnen an Albtraum zu empfehlen, kühne Schicksals. Und am besten Fall sogar ein Blutstropfen des Imperators drauf. Ein einzelner Blutstropfen. Keep your wits about you. Wir sind gestresst. Alte Verletzung, 1 von 20. Aha. Rise to the top, or get left in the dust. Wir versiegeln die Kammer. Master, what? Whatever are you doing in the Warren Chamber? How did you?
Throne preserve me. What is the meaning of this? Okay. Abelard, Truxus Abelard Versarian hat einen Teil seines bisherigen Glanzes eingebüßt. Er hat einen Schweißfern auf der Stirn, an einem ist sein Mantel ist abgerissen und blutdurchtränkt. Dennoch steht er trotz seines schweren Atems aufrecht und sein Blick ist fordernd, wenn auch mich überraschend. Herr Grandios, der 16. Was macht ihr bloß in der Handelskammer? Er lässt einen Blick auf das Gemetz um sich herum wandern, zieht die Stirn und faltet ihn auf seine Waffe. Der Thron schütze mich, was bedeutet das? Na komm. Konrad wuckt wie es ein Verräter. Als wir uns auf der Aufsichtsseite getrennt haben, hat er mich irgendwie betäubt und hierher gebracht. What? Seine Augen weiten sich. Er dient ganz zweifellos den unheiligen Göttern des Warps. Wir können ja das richtig in die Scheiße reiten, ist mir egal. Göttern des Warps. Er ist soeben von hier geflohen, nachdem er mit der Hexerei ein Portal im Weltraum geöffnet hatte. Serving the gods of the war. Mhm. Kunrad is a heretic. Mhm. Oh, oh, void where you void rat. Madness. And this mutiny is likewise his doing, no doubt. Ja. Das sieht danach aus, aber ist nicht hier. Aber er ist nicht hier. Wir müssen uns eine Meuterei beenden. Indeed. Indeed. That is easier said than done, of course. But seeing one of Lady Theodora's heirs alive inspires at least some degree of optimism. Okay, der Servitor sagt da oben was? You're in a bad way. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit. And for the love of the throne, now is not a good time to be walking around the decks without means of self-defense. Here. Okay, wir sind gehalten, haben ein bisschen was. Sturmrevolver, ein Schwert, einen gepanzerten Schutzanzug und ein Medkit bekommen. Behandlung von Verletzten. Während eines Kampfes kann Charakter verwunden, ja. Wenn er mehr als 50% seiner maximalen Wunden überschreitet. Ah, okay. Okay. Mindestens eine Geschlossenheit des Charakters. Wie lange und. Aha, okay. Gut. Wenn ein Charakter erstmal Verletzung leidet, gilt es in den ersten drei Runden als frische Verletzung. Wenn wir die Runden vergangen sind, eine frische Verletzung zu erhalten. Ah. Alte Verletzung. Okay. Die Verletzung ist wohl ewig lang, okay, klack. Zum Beispiel, wenn ihr Gruppe, wenn alle wurden. Das ist Langzeit, okay. Okay. Gegenstände. Hier machen wir mal Inventar. Was haben wir? Wir haben einen Revolver. Klack. Revolver und Schwert. Was ist das für ein Schwert? Ein normales, einhändige Nahkampfwaffe. Gepanzerter Schutzhandschuh. Und ein Medkit. I won't compromise my principles. Kommt das hin? I won't stand for it. Ist es ein Ring? I refuse. I won't compromise my principles. My gut tells me it's okay. A bad idea. Er würde es nicht nehmen? Okay, das ist ein. Okay. I won't stand. Okay, er würde das nicht nehmen. Ich nehme keinen. We are the spearhead of the Imperium. Waffen. Aus der Waffen rufst du dein Inventar. Ja. Okay. I'd rather not. Nicht verfügbar? Ah, hier. This wound will make a fight. That is a noticeable improvement. Now you're prepared for the trials ahead. Okay, wir sind geheilt. Okay. The lower decks are teeming with heretics, instigating the rabble to revolt. But that is the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and suppressing the resistance. The situation on the middle decks is much worse. All those strike teams have already been dispatched there. All communication with the bridge and the engineering bay was lost. So, apart from scattered voxcasts, we have no information to go on. Gut.
But that is not the worst of it. All these jolts and shaking are most alarming. These are signs that the Navigator and the Master Helmsman are having difficulty translating the ship out of the warp and into real space. I fear that they may have already lost control. We must reach the Navigator's Sanctum and get a handle on the situation. If we can manage that, some of all this vessel may yet survive. Gut, ich kenne mich zwar nicht mit Raumreisen aus, aber ich sag mal, für das Imperium und die Menschheit, geht voran, Truchzeit, wir müssen los. So. Ja. Wir müssen zum Sanktum, okay. Plötzlich ertönt ein Rauschen aus dem Servoschädel und mittendrin machst du Tiroler Stimme aus. Zu den Waffen, Leuer, Söhne und Töchter des Gott-Imperators, bekämpft die Ketzerei in Verderbnis, die unsere Heimat zu verschlingen droht. Mit alle Kraft jene, die es gewagt haben. The Lord Captain is calling her crew to battle, which means the Vox networks are set up for broadcast transmission, not message exchange. Splendid. While the rogue trader inspires proper resolve to fight in her subjects, you and I shall prove that her trust in us is well deserved. Okay. Onward. Da kommt schon die ersten Bösewichte. Taktische Phase. Wir können uns positionieren, wenn wir nicht im Hinterhalt sind. Okay. Erstmal gucken, Inventar. Abelard, du hast ein Schwert. Du bist ein Nahkämpfer, ne? Eindeutig. Hat 51 Erfahrung. Auch Erfahrung. Okay. Er ist ein Nahkämpfer, dann müssten wir ihn mal vielleicht hier hinstellen. Wir können uns ein bisschen zurückhalten. Wir wären auch nicht als erster dran. Der ist erster dran, dann wäre der dran. Dann würde ich mich hier hinstellen. Okay. Er hat pariert. Er hat nochmal pariert, sehr gut. Fähigkeiten. Okay. Fähigkeiten. Genau, Fähigkeiten, Talente, okay. Ich bin erstmal dran. Ich hätte jetzt Nahkampf. Erstmal pushe ich ihn. I'll see to it personally. Genau, dann mache ich. Was haben wir denn hier? Pistolensalve. Das ist ein Quererfeld. 12. Welche starke Abweichung? Hätten wir jemanden hintereinander stehen? Dann würden wir uns hier hinstellen. Ja, dann könnten wir mehrere treffen. Pistolensalve, 45. 2%. Dann machen wir mal. Oh, Doppelkill. Können wir noch irgendwas machen? Nee, wir sind raus. Der pariert, der ist gut. Okay, Ansturm. Das ist Hinrennen, okay. Ansturm braucht er nicht, ist er da. Nahkampfwürfe muss Nebel finden. Okay, Ausweichprobe. Was hat er? Er hat einen Hieb. Spalten. Ach, Spalten ist gut für ihn, ja. Das machen wir mal. Bam, schön mit dem Kettenschwert erwischt. Er hat keine AP mehr. Was kann er machen? Und er könnte nochmal... Besser Kreatur. Nee, kann er nichts machen. Wir geben mal ab. Ausgewichen, sehr gut. Haha, den eigenen getroffen, wie geil. Okay. Wir laufen mal hin. Und wir schießen. Schade. Wir geben ab. Komm, du machst das einfach einen Hieb. So, du musst erstmal hinlaufen. Und Hieb.
20. Erfahrungspunkte. Du kannst den Schwindern gesagt, dass. Erfahrungspunkte, was noch so. Möglichkeiten, okay. Jo. Is there money to be made? Heute einsammeln. Diese Feinde haben keinen Bedarf mehr für ihre frühen Habsigkeiten. Was übrig ist. Okay. Da sammeln alles ein. 6 Schwerter und eine Laserpistole. Jo. Was kann die machen? Die hat Salvenfeuer. Aha. Was hat die? 7 bis 11, 6 bis 11 Schaden, Rüstungsdurchschlag. Ist der Revolver besser? Sie haben eine Wirkung gegen Ziele in Deckung und Ziele mit hohem Ausweichwert. Kostet aber 2 AP die Salve. Maximal 25, maximal 6. Reichweite 6. Reichweite 5. Nee, Laserpistole nehmen wir erstmal nicht mit. Beide können aufsteigen. Warte, ich will hier aufsteigen. Wie geht es zu den Doktrinen? Ein Rang ist verfügbar, ja. Das wir bringen es zu Ende, will ich haben. Achso, das kann man so. Ah, okay. Muss man so machen. Handel. Zwang. Was sagt er? Ich würde nochmal Zwang nehmen. Ah nee, das ist jetzt nicht ganz durchsichtbar. Was? Der Rang ist verfügbar. Da haben wir Zwang genommen. Zusammenfassung. Fertig. Das hat er jetzt gelernt. Das hat er jetzt gelernt. Okay. Bei dir, du bist Krieger. Aber auch erstmal nur ein Rang. Was hat er denn? Athletik hat er 40. Zechen. Zechen ist er gegen Gift, Zwang. Was ist Zerstörung? Sprengstoffcontainer. Gehen wir mal auf Athletik. Okay, haben wir einen Athletik hochgesetzt. Okay. Gut. Mehr ist hier nicht zu machen. Alle besiegt, alle tot. Ja. Und ab durch die Tür. Zum Navigator-Sanktum. Hier ist eine Karte des Raumschiffes. Es besteht aus mehreren Teilen. Zwischen denen ich bewegen kann. Eine sind nicht verfügbar. Mhm. Von Valancius Voidship. Mhm. Dann gehen wir da hin. Und der Timer warum, ne? Ja, der Timer warum? Oh, hier wabert es. Hui. The Navigator Sanctum is directly under the vessel. I pray to the God Emperor that we are not too late. Da ist jemand. Okay. And so, he will enter the halls of the blinded guide and witness the radiance of the final dawn through the cracks and fall victim to a whim of fate. Ja, das ist eindeutig ein Psioniker. Die Frau vor dir schnellt herum und starrt dich an, denn ihre Augen leuchtet ein äußerst weltliches Licht. Und dann dieser Satz. Master, watch your head. Ja, auf den Kopf achten. Indira, would it be too much to ask that you phrase your soothsayings plainly for once? That was too close. Ah.
Ja, stimmt. Dämoniker sind ein bisschen immer anders. Ja, das war wirklich knapp, dass wir da nicht was auf rüber gekriegt haben. Sorry, old man. The voices are so loud, I can't even hear myself. They shriek, they sing, they... Oh, Abelard, how they sing! Eindeutig. This is Edirat Lass, personal psyker and diviner of Her Ladyship Theodora von Falensis. Edira? I'm not drunk, old man. I'm suffering the effects of the warp that is seeping through these walls. I see the ship's fate. To die in the waves of the Immaterium, fall under the burning rays of the final dawn. And in the roaring blaze, I see a figure standing. Who is it? Bedeutungsschwanger. I have no answer. Die Wesenheit in deinem Bewusstsein schrumpft und kriecht mit kratzenden Klauen tiefer in den Mauern deines Geistes, als wollte die Präsenz sich von der Seherin vor dir verstecken. Ach stimmt, das Vieh haben wir ja auch noch. Sind wir besessen? Was macht ihr hier? The whispers called me. The ones I could make out among all the screams and screeches. Those who are rocking this boat hit us where it hurt. They went after the navigator, our guide through the warp. Other whispers called me to the Engenarium, but it was too late. I heard the cry of our master Korg and the silence that followed. Okay, hat's ein Pech gehabt, Maschinenraum? What? You don't mean the Engenseer Prime is... Ah, der wird tot sein. Dead, without a doubt. And the voices wail, heralding countless nightmares, cackling at each soul among the hundreds that are now joining the warp. The shriek from the Navigator's Sanctum was louder than the rest. And it's better that we saved the Navigator than some lever puller from a cooling module or a cook from the middle decks. Oh ja. Bockschädel. Du hörst das Relais des Servoschädels, der dir bisher gefolgt ist. Einige Male klicken und Theodoros Stimme, Worte mit Weichen, eine Stimme, die dir irgendwie vertraut vorkommt. Offiziersfrequenz an alle, die mich hören können. Wer eine Waffe in der Hand hält, kommt sofort zum Offiziersdeck. Ich wiederhole, sofort aufs Offiziersdeck versammeln. Wir bereiten einen Gegenangriff vor. Oh, die Meuterei scheint nicht gut zu laufen vor uns. That's Edelsrat. Oh, Emperor's Providence. The other rail lives as well. Quickly, we must head to... Okay, wir müssen sofort los. Not so fast, old man. If we drown in the warp, Lady Theodora's heirs won't be any good to us. If Edelstrad's like me and hasn't yet surrendered his mind or body to the mercy of the warp, then he can still hold on a little longer without us. Okay. Blast it. You're right. First, we need to deal with what is happening here. Ja, ohne Navigator kommen wir ja auch nicht an, wo wir hinwollen. Sind beim Warp verschollen. Das bringt doch auch nichts ab zum... Oh no. No, 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 no. Nothing is well about him. Can't you feel the chill crawling on your skin? The eyes watching you? The warp ice has already encased the bulkheads. What follows is calamity. But we're not just going to stand here and take it, are we? The state of things in here suggests there's a navigator around. Maybe one who's crippled or at death's door, but still kicking. And since our skin hasn't peeled off our faces just yet, his third eye must be closed. At worst, it's a little roughed up. So what are we moping around for? Let's go protect that noble mutant while we're still alive. Okay. So. Ja, das war das Rohr. Sichtbare Delle im Boden, ja. Das hätte uns nicht gut getan. Hier geht's weiter. Gut. I always have a backup plan. Verspähte Tür. Ah, wer hätte es gedacht. Gehen wir mal hier hin, bevor wir hier dann weitermachen.
gucken wir uns mal sie an. Was hat sie? Sie hat ihren Psionikerstab. Ja. Und eine Laserpistole. Und gepanzerten Schutzhandschuh. Naja, gut. Vielleicht auch. Aber sie kann sie. That is not my destiny. Nor can do. Will sie nicht haben? Gut, was hast du hier? Psi-Wert, ah ja. Gut. Edra, Abelala, lalala. Er hat ein Kettenschwert, ein ganz normales. Jo. Aber schön, wer das versägen kann. So, da, liebe Bürger Scharlatan, machen wir beim nächsten Mal an und gehen zum Navigator und versuchen ihn zu retten, weil hier die Wand schon blutet. Das ist kein gutes Zeichen.